Oh Gott, hat das gedauert. Ziemlich ausgeprägter Verkehr da oben. Mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? In einem gottverlassenen Hinterhof in Los Santos, wo die Menschen sich ihre Abfälle in fremde Mülltonnen entledigen. Aber ich sehe, ich scheine hier richtig zu sein. Dein Blick, der mir deine abgrundtiefe Verachtung zeigt, bedeutet, ich bin im richtigen Moment aufgetaucht. Nicht wahr, Jasmine? Er könnte nicht besser sein. Perfekt. Zumindest stehst du nicht wieder unter meiner Dusche. Wie am letzten Mal. Denn dann hätte ich dich umgebracht. Glaub mir. Ach, Jasmine, genug der Geflogenheiten. Du und Abigail, ihr beide scheint euch ja letzte Nacht ganz schön nahe gekommen zu sein. Daher nehme ich an, du hast nun endlich die vom Professor gewünschte Information, wo die Agenten sind. Seid doch absolut widerlich. Aber ja, ich habe ihren Laptop durchsucht und dabei was gefunden. Eine Insel namens Wau Island. Vielleicht sagt euch das was? Eine ganze Menge. Jetzt lasst ihr beiden mich wohl hier allein, stimmt? Zurück mit diesem Roboter. Während ihr euch durch den Dschungel dieser verfluchten Insel schlagen werdet. Unheimlich. Ja, unheimlich, aber auch aufregend. Nur eine Handvoll Menschen auf dieser Welt weiß, was sich hinter den dichten Wäldern und schroffen Berghängen auf dieser Insel verbirgt. Unser erstes Ziel ist es, die frühere amerikanische Militärbasis im Zentrum der Insel hinter Maugomomo in nur 48 Stunden zu erreichen. Als Zwischenstopp dient uns eine verlassene Funkstation auf einem der kleineren Gipfel des Vulkans. Sir, ich muss gestehen, so etwas habe ich in meiner Dienstzeit noch nicht gesehen. Selbst fürs Frühjahr ist diese Wetterfront absolut ungewöhnlich. Sie haben recht. Wir haben wahrscheinlich noch 2 Tage Zeit. Ich werde unsere Schiffe da draußen informieren. Das wird wirklich ungemütlich da draußen. Tun Sie das. Über den nördlichen Pazifik wird die Hölle hereinbrechen. So ein Unwetter ist wirklich außergewöhnlich. Oh, guten Morgen, Hannah. Was gibt's denn? Ich habe schon in den Frühnachrichten gesehen. Ja, Chief. Die Navy hat's vorhin offiziell bestätigt. Es soll ein gewaltiges Unwetter sein. Oh Gott, das ist erst der Anfang. Die erste Etappe ist geschafft und die zweite liegt unmittelbar vor uns. Wieder einer dieser großen Säulen, die wir die letzten Tage schon in der Bucht entdeckt haben. Wir müssen uns ranhalten, Dale. Noch befinden wir uns in der ehemals russischen Zone. Erst wenn wir im neutralen und später im amerikanischen Teil der Insel sind, können wir es ruhiger angehen lassen. Na dann los! Der Chief hat mit seinen Trainingsvorgaben nicht übertrieben. Wir haben noch circa geschlagene 12 Kilometer vor uns zu joggen. Wow. Atemberaubend. Unter Wasser habe ich kaum wahrgenommen, wie groß diese Säulen sind. Wer hat die bitte hier aufgestellt? Bisher nahmen wir ja an, dass sich in diesem Teil der Welt keine nennenswerte Hochkultur entwickelt hat. Aber diese Säulen scheinen nicht aus unserer Zeit zu sein. Sie sind aber gleichzeitig erschreckend, erschreckend gut intakt. Wahnsinn, sie erinnert mich ein wenig an die gewaltigen Megalithen in Nordafrika. Nur dass dies hier keinerlei Inschrift oder Darstellung aufweist. Sie stehen einfach mitten in den dichten Wäldern dieser immer mysteriöser werdenden Insel.
und scheinen von all den politischen Ereignissen um sie herum unbeeindruckt zu sein. Agent, ich störe Sie nur ungern. Aber Sie haben noch einige Kilometer vor sich. Und bis zur Mittagshitze war Ihr Plan, den Fuß des Maugomomo erreicht zu haben. Wir halten uns ran, Ei. Dennoch musst du allerdings zugeben, sind diese riesigen Säulen unwahrscheinlich anziehend, oder etwa nicht? Doch, Agent, das sehe ich genauso, aber ich schätze, dass im amerikanischen Teil der Insel noch viel mehr dieser Megalithen ohne Gefahr von den Chinesen entdeckt zu werden, untersucht werden können. Da hast du allerdings recht, Ei. Da hast du allerdings recht. Ihre Gesundheit scheint Ihnen bisher wohl keine Probleme zu machen. Den Sprintteil haben Sie nun endlich hinter sich. Sehr gute Arbeit, Agent Lila. Und wie Sie sehen, wir haben inzwischen die neutrale Zone erreicht, ist die Zahl der mysteriösen Säulen nur gestiegen. Sie scheinen sich über die gesamte Bergkette hinwegzuziehen. Großartige Insel. Oh Island ist ein großartiger Flecken Erde. Auch wenn die Flora und Fauna sehr an gemäßigte Klimaregionen erinnert, ist es doch einmalig hier. Aus den Wäldern dringen Geräusche, die man aus San Andreas nicht kennt. Und die Luft ist ebenfalls ganz anders. Die Bäume wirken stämmig und unbeeinflusst vom Menschen. Diese Mission ist ein wahres Abenteuer. Und es tut mir sehr leid für diejenigen, die das Abenteuer nicht live miterleben können. Amen, Agent. Wir haben jetzt eine der letzten großen Etappen vor uns, den Aufstieg auf den Maugo-Samasa, dem gelben Berg, dem westlichen Ausläufer des Maugomomos. Na dann, auf geht's, Agenten. Nicht so vorschnell, ey. Wir warten ab, bis die Mittagshitze etwas abgeklungen ist. Danach machen wir uns an den Aufstieg auf 750 Meter. Auf dem Gipfel auf fast 1000 Metern erwartet uns dann hoffentlich die verlassene Funkstation, wo wir die Nacht verbringen und endlich wieder Live-Kontakt mit Chief Cameron aufnehmen können. Auch der erste Versorgungsabwurf soll dort stattfinden. Doch bis dahin haben wir einen steilen Anstieg vor uns. Unsere Beine werden bis frühestens heute Abend keine Ruhe bekommen. Ich rate von allzu langen Pausen beim Aufstieg ab. Das bringt nur den inneren Rhythmus durcheinander. Verstanden. Bleibt nur noch eine große Frage. Ja, bitte? Wer hat diese Zelte hier aufgestellt? Und wo sind die Leute hin? Sicher beim Selfie-Machen abgestürzt. Alle? Mit Sicherheit. Gruppenselfie an den Steinklippen auf der anderen Seite des Plateaus. Und dann, zack, rums, alle weg. Ich werte das mal als schlechten Witz, Agent. Denn bei allem Spaß, diese Menschen können doch nicht alle weg sein. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Ei. Tut mir wirklich leid, Agent, mir ist nur etwas langweilig. Vertreib dir doch die Zeit mit kleinen Spielen oder einer Simulation. Du könntest Schach gegen dich selbst spielen oder etwas anderes. Nö, die KI gewinnt immer. Dann halt was anderes, aber bitte, hör auf, uns mit deinem 1 und 2 aus dem Rhythmus zu bringen. Das macht diesen verdammten Aufstieg nur noch schwerer, als er schon ist. Was für eine grandiose Aussicht. Ja, du hast wirklich recht. Es ist unglaublich. Agent Ibrahim, ich könnte gegen Sie spielen. Also, ich meine Schach, falls Sie überhaupt Schach im Kopf beherrschen. Oh Gott. Na gut, wie wäre es mit einem Quiz? Ich stelle die Fragen, Sie geben mir die Antworten. Ja, es tut mir leid, wenn ich dein KI-Herz enttäuschen muss. Aber Leila und ich sind mit dem Aufstieg schon genug beschäftigt. Ach, kommen Sie. Das ist doch nicht schwer. Ich könnte Ihnen Fragen über Sie selbst stellen, über Ihr bisheriges Leben. Schließlich weiß ich fast alles über Sie und Ihre Freunde. Aber wissen auch Sie, zum Beispiel, wann Leila ihren College-Abschluss gemacht hat? Ja, mit 19. Das war im Sommer 2012 an der ULSA. Allerdings nicht unsere in Los Santos, sondern die in San Fierro. ULSA steht ja für einen Universitätenverband an der Westküste in San Andreas. Richtig, war aber nicht schwer.
Ich denke, ich werde Ihnen jetzt eine Frage stellen, wo Sie die Antwort nicht so aus dem FF schütteln können. Okay. Na gut, legen wir los. Also, an welchem Tag haben Sie Layla das erste Mal gesehen? Und ich meine damit wirklich das allererste Mal, Agent Ibrahim? Pah, das ist ja einfach. Es war an dem Tag, als die ersten Anwerber für die 7. Abteilung den Einstellungstest im FAB hatten. Bäh, rote Lampe. Falsche Antwort. Sie meinen den Tag im Spätjahr 2013, als Sie auf Bitten von Chief Cameron zum Test gingen. Das ist aber falsch, Sie wissen es vielleicht nicht. Aber Sie haben Layla schon einige Male vorher angetroffen. Zum Beispiel haben Sie sie mal im Sommer in der U-Bahn gesehen, kurz nachdem Jasmin ihr Studium abbrach und sie ihren Job bei der Gärtnerei kündigten. Jetzt sind Sie sprachlos, oder? Ein wenig, ey, ein wenig. Bei Gott. Sieh sich das einer an. Gewaltig. Er ist wohl umgestürzt. Finden wir einen Weg drumherum. Die Frage zählt ehrlich gesagt nicht. Woher soll ich wissen, dass ich Layla irgendwann mal in der U-Bahn gesehen habe? Meine Antwort ist meiner Meinung nach richtig. Nein, Agent, ist sie nicht. Außer sie hätte auf sie keinen Eindruck hinterlassen. Argument. Sie liebten Layla vom ersten Moment, an dem sie sahen, doch sie wussten es nur noch nicht. Sonst wären sie ganz bestimmt nicht dem Pfad gefolgt, der sie bis hierher gebracht hat. Komm schon, Layla. Wir haben es bald geschafft. Der Höhenmesser auf meiner Uhr zeigt mir ca. 800 Meter über dem Meeresspiegel an. Also noch ungefähr 200 Meter. Also noch ungefähr 200 Meter Aufstieg. Wenn die Sonne untergegangen ist, sollten wir da sein. Die Zahl der Monolithen nimmt langsam wieder ab. Dafür stehen sie hier aber sehr viel dichter als noch unten im Dschungel. Ey, was glaubst du? Welche antike Kultur mag die wohl aufgestellt haben? Und wie alt sind sie wohl? Fraglich, aber die wenigen Hochkulturen, die sich in diesem Teil der Erde entwickelt haben, hatten ihre Blüte alle zwischen 1000 und 1400 nach Christus, also vor ungefähr 750 bis 900 Jahren. Älter können sie kaum sein. Doch selbst dafür sind sie viel zu intakt, denken Sie nur an Machu Picchu in den Anden. Diese Bauwerke müssen deutlich jünger sein. Doch dann wären die Holländer oder Briten, die während des 18. Jahrhunderts diese Region des Pazifik kartografierten, auf sie gestoßen. Oder nicht? Mag sein. Gerade kann ich allerdings nur an die Tatsache denken, dass, wenn es welchem Volk auch immer gelang, diese Blöcke bis hierher heraufzubringen, es für uns doch ein leichtes sein sollte, noch die letzten 200 Meter Aufstieg zu schaffen, oder? Oh Gott, Leute, kann es tatsächlich sein? Ja, es ist wahr. Mein Gott, wir haben es geschafft. Wahnsinn! Da ist sie. Die gottverdammte Funkstation. Unglaublich. Sie haben es geschafft, Agenten. Glückwunsch, Ihnen steht wohl die erste Nacht auf festem Boden nach über 2 Wochen bevor. Es sieht so rustikal aus, doch mir kommt es wie das reinste Luxushotel vor. Komm schon, Layla, lass uns einchecken. Nach dem Wellness-Spa wartet das All-You-Can-Eat auf uns. Und Internet!
Bei allem Respekt, Chief Cameron. Aber wir haben auf der Reise jetzt schon so viel durchgemacht. Da kann uns ein Unwetter auch nicht mehr abschrecken. Leila hat inzwischen Muskeln an Stellen, wo die meisten Frauen nicht gerne welche hätten. Wir sind an Seminen vorbei und haben einen kleinen Schwertfall adoptiert. Wir werden die Mission wie geplant fortsetzen, Sir. Vielmehr würden wir langsam gerne mehr über unser eigentliches Ziel auf dieser Insel erfahren. Was erwartet uns in der Militärbasis? Na gut, ich verstehe Sie, Agent. Dennoch sollten Sie die Gefahr, die von dem nahenden Unwetter ausgeht, nicht unterschätzen. Sie vergessen, dass Sie sich mitten im Pazifik auf einer Insel befinden, die kaum größer als ein beliebiger Vorort unserer Stadt ist, deren Namen man noch nicht einmal kennt. Seien Sie vorsichtig. Und was die Mission angeht, werden Sie Ihr wahres Ziel noch früh genug erfahren. Sie sollten sich jetzt ausruhen und auf den Abstieg vorbereiten. In 20 Minuten sollte sie die Maschine erreichen. Außerdem habe ich hinter dem Berg noch eine Überraschung für Sie. Alles klar. Ich verstehe, Chief. Ich warne Sie noch einmal, Agent Ibrahim. Seien Sie vorsichtig. Nicht die Chinesen sind die wirkliche Gefahr auf dieser Insel. Sir, ich verstehe nicht. Was meinen Sie? Es gibt Gründe, warum kaum jemand in dieser Insel bekannt ist. Und das auch, weil nicht viele von ihr wieder zurückgekehrt sind. Bis auf die stationierten Soldaten, die kaum darüber sprechen, und den wenigen Einwohner, die ebenfalls über jene Dinge schweigen, die sich im Herzen der Insel zutragen. Es sind Gerüchte, Ibrahim. Und Sie sind Agent der 7. Abteilung. Sie schaffen das. Aber nehmen Sie die Zeichen ernst, die Ihnen begegnen werden. War Island ist kein Kinderspielplatz, sondern ein erbarmungsloser Ort. Der für die ersten Tage mysteriös, aber harmlos wirken mag. Doch wer sich länger auf ihr befindet, wird schon bald ihr wahres Gesicht erblicken. Seien Sie vorsichtig. Ach, Chief, Sie übertreiben. Ich warne Sie. Nehmen Sie das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Morgen werden Sie von mir über eine verschlüsselte Nachricht die ersten notwendigen Informationen erhalten, die Sie für die ersten Schritte in der alten Erbis brauchen. Um sich dort zurechtzufinden. Sie und Ihre Frau sind jetzt mehr denn je auf Tiefley angewiesen. Sie sind Ihre gegenseitige Rückversicherung, um es halt wieder von der Insel zu schaffen. Gut, ich habe verstanden, Sir. Das hoffe ich, denn ich will Sie halt wiedersehen. Passen Sie auf sich auf, Agenten. Viel Glück, Cameron Ender.